So, werte Freunde, ja, Jonas soll ja eigentlich das Bild malen, aber Jonas ist eigentlich gar nicht aktiv, richtig. Deshalb werde ich jetzt das schnell machen. Gucken wir einfach mal, wie es läuft. Ich habe wieder mal nicht so viel Zeit, so knapp 20 Minuten. Also werde ich jetzt einfach in 10 Minuten das Bild malen, dann hochladen. Ich würde sagen, ihr seht es hier nochmal, ich muss das jetzt aus dem Video rausschneiden, weil er das Video halt drunter hochgeladen hat, aber es mit dem Schlüssel versetzt hat, so dass ich es nicht runterladen kann. Und bis er jetzt irgendwie antwortet, Samstag morgens um 9:30 ist er wahrscheinlich gerade im Knoppers. Deshalb werde ich das jetzt einfach so malen. Mal gucken. Ich mache das Bild mal jetzt hier zur Seite, dann lasst ihr euch ein bisschen überraschen. Ich sehe es noch auf meinem anderen Bildschirm, aber ihr nicht mehr. Und dann würde ich jetzt nichts mehr sagen und einfach dann Zeitraffer rüber machen, keine Ahnung was. Er wollte ja irgendwas haben. Oder ich lasse es sein und ihr müsst einfach auch doppelte Geschwindigkeit stellen. Müsst ihr mal schauen. Sind hier jetzt Flaschen, der Flaschenkopf, der ist ein bisschen rötlicher. Ich mache da mal ein bisschen was rein, damit es ein bisschen besser aussieht. Wahrscheinlich immer noch ein bisschen schäbig aus, aber ist okay. Dann gibt es hier nicht. So, wunderbar. Mit Rot. Den Scheiß. Filmen wir wieder. Mit Weiß. Vielleicht nochmal ein bisschen Grau. Hier so ein Bommel dran. Und hier steht irgendwas. Da. Und hier. Da. Ein bisschen aus wie ein Gesicht, aber ist okay. Da noch was. Da haben wir das Wichtigste schon mal gemalt. Dann nehmen wir wieder einen Pinsel, machen wir wieder schwarz. Kommt hier ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen. So, kommt hier so. Kopf. Das geht auch bis hier. Ich glaube, es ist ein bisschen breitlicher, aber was soll's. Ja, naja, sieht halt ein bisschen aus wie ein Pimmel, aber was soll's. Keine Zeit hat.
Das sieht doch ungefähr so aus. Zeit läuft, deshalb muss ich hier ein bisschen mich beeilen. Ja, wollte ja schon geil. Und hier so ein was Rotes. Kommt doch eigentlich so ein Stern rein, oder? Warte mal, haben wir den nicht auch hier am Start? Der hier. Wunderbar. Einfarbig. Ein Traum. Das ist doch ein Traum. So, Gesicht schwarz. Da. Augen. Sieht ein bisschen aus wie Mickey Mouse. Aber ist okay. Das sieht halt auch ein bisschen aus wie Mickey Mouse. Hier ist die Nase ungefähr. Ja, das ist ein kleines Lächeln. Machen wir ihn schon mal. Machen wir ihn schon mal schön. Schön chinafarben. Dann nehmen wir die Palette und machen ein bisschen dunkler. Okay. Dann können wir mit dem Stift hier noch ein bisschen rummalern. So. Da so. Hier so. Und auch da so. Vielleicht sogar hier so, da so, und hier kriegt er noch so ein Ohr, und auch das füllen wir noch mit der coolen Farbe hier, wunderbar, das sieht doch aus, also ich würde es kaufen. So, jetzt nochmal schnell. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Bin schon ein bisschen in eine, ehrlich gesagt. So. Warte mal. Sieht man noch alles? Ja, das ist alles wunderbar. Und auch vielleicht noch den hier. Ah, eigentlich geht sein Kinn hier auch rein. Problem solved. Kein Problem. So. Coole Farbe, da. Dunkelblau, da, da. Und jetzt Hintergrund schwarz, perfekt. So, ich halte nochmal das andere Bild davor. Es ist original genau dasselbe. Ich lade es jetzt einfach so hoch, ist mir scheißegal. Ich nominiere noch Peter Reben, damit der mal wieder was macht. Er macht ja sonst nie was. Was für ein Video habe ich mir noch nicht überlegt. Deshalb sage ich das jetzt. Und zwar würde ich gerne von dir. Von dir. Bist du noch in Prag? Wenn du noch in Prag bist, dann hätte ich gerne so ein Sightseeing-Video. Also gerne irgendein berühmtes Gebäude, was du mir zeigst. Wenn du nicht mehr in Prag bist, dann hätte ich das gerne aus Weimar oder aus deinem Kaff. Das wäre noch schöner. Weimar, Erfurt. Ist auch eigentlich, muss es auch keine Sehenswürdigkeit sein. Es soll halt einfach so ein typisches, wow, guckt euch das mal an. Ich bin total baff. Wie auch immer. Kannst du überlegen. Irgendeine Sehenswürdigkeit würde ich gerne erklärt bekommen. Auch gerne ein bisschen über die Geschichte des Ortes. Vielleicht können wir alle noch ein bisschen was lernen. Ja, Bild mache ich euch in die Beschreibung, mache ich einen Schlüssel drauf, dann könnt ihr es nicht runterladen. Viel Spaß. Tschüss.